Es ist soweit. Keep off Deponia. Oder besser gesagt, Deponia Doomsday. Und ich bin so scheiße hyped auf dieses Drecksgame, ne? Endlich hab ich's. Ich hab ja leider etwas länger gebraucht, es mir zu besorgen. Und ich freue mich so. So, erstmal gucken, was es gibt. Man kann Magazine sammeln oder freischalten. Achievements kann man auch freischalten. Videos kann man freischalten. Ich hoffe, es passt mit der Lautstärke von mir bzw. vom Spiel. Und falls mein Mikro kratzt, rauscht, whatever, tut es mir sehr leid. Ich habe mein Mikro sehr sachlich und fachmännisch behandelt. Nicht. Ich habe es, wie schon gesagt, rausgerissen und dabei ist die USB-Klinke ein bisschen kaputt gegangen. Soll auch nicht weiter stören. Denn weswegen ich hier bin, oder beziehungsweise wofür das Video gedacht ist, wofür die Aufnahme gedacht ist. Für den vierten Teil von Deponia. Und boah, ich, ohne Witz, ich habe Gänsehaut. Ich find's gerade so geil. Aber wir werden sehen. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich spiele das jetzt wirklich. Die ersten drei Teile habe ich ja schon alle einmal gespielt. Das spiele ich jetzt komplett blind. Also ich habe so null Ahnung. Das heißt, wir werden noch länger brauchen, weil ich alles selbst herausfinden muss. Mal gucken. Möchtest du ein neues Spiel starten? Ja, bitte. Bitte gibt's ein Tutorial. Ich will ein Tutorial. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder einen Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtortenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Ernsthaft, Damoklesschwert? Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich. Indem er sich fallen ließ. Ende. Also wusste sie. Ach. Der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End. Aber, ihr wisst doch. Enden und Haie. Man sollte sie nicht herausfordern. Doch. Hört sich immer ganz gut an. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage. Würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Ich hab kein Tutorial. Was soll das? Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Jeremiah? Wer ist Jeremiah? So schnell er beim Reifen war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuelocks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja! Das Tutorial wird dir Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels beibringen. Benutze die Schaltfläche, um rechten Bildschirm die Tutorial-Nachrichten erneut anzuzeigen. Ich fühle mich verarscht. Natürlich nicht, nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer wir gerade sind.
Ich weiß nicht, wer Jeremiah ist. Ich weiß nicht, was die gefressigen Dinger sind. Wo ist unsere Schrottpresse? Ich will eine Schrottpresse. Also. Ja, ja. Okay, warte. Dann will ich kein Tutorial. Wenn wir keine Schrottpresse haben, nehme ich kein Tutorial an. Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Vereister Werkzeugkasten. Der Kasten für den Notfallschneidbrenner war vereist. Was für eine Scheißironie. Leiter. Boah, damn. Leiter. Also ich muss gerade erstmal verarbeiten. Oder ich bin, was heißt verarbeiten? Ich bin gerade am überlegen, wer wir sind. Aber wir werden es noch früh überfahren, glaube ich. Ich suche das Spray. Ach, die müssen wir mitnehmen, okay. Dann ist ja okay. Da ist eh nichts. Deponia 4, ich freue mich mega, ne? Das ist ein Feuerzeug, okay. Ein Graffiti. Irgend so ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. So, erzähl was Neues. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Lachhaft. Der Organon Riegel. Hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, lachhaft. Na. Fetzig. Also, wenn man eins weiß, dann, dass man aus Feuerzeug und Deo Flammenwerfer macht. So sehr mir mein selbstgebauter Flammenwerfer auch gefiel, gegen den Riegel konnte er nichts ausrichten. Dann am Schalter. Es war schon kaputt, wie so vieles heutzutage. Ah. Weißt du, es fängt schon an, das Spiel ist für Sechsjährige und ich häng schon wieder. Ich häng bei der kleinsten Scheiße, Junge. Egal. Was ich aber gerne hätte. Extras. Nein, ich brauche keine Videos. Nein. Dann nicht Extras. Scheiße. Wieder falsch geklickt. Einstellungen. Wo haben wir es denn? Untertitel. Sind das Untertitel? Ich hätte ja gern, dass der mir sagt, was, dass er mir anzeigt, was er sagt. Das wäre zumindest etwas, was ich von den ersten drei Teilen sehr gerne mitgenommen habe. Oder was für euch besser ist, weil ich eh auch nicht immer alles, weil ich ziemlich oft dazwischen habe, habe ich das Gefühl. Diese epische Superman 3-Punkt Landung wäre jetzt hier Deadpool hier. Ich mag nicht, dass der mir unten immer das anzeigt mit dem Speichern. Also. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nur noch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Schneidbrenner zünden. Ich fühle mich verarscht. Ich muss gedrückt halten. Da ist irgendwas hinter uns. Okay, das ist neu, dass ich was... Das Siegel
Wände zu durchtrennen, hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Das war ein Minispiel. Ohne dass es mir angezeigt wurde, dass es ein Minispiel ist. Jetzt gibt's auch noch Button Smashing. Und sagst du, das ist Paar, was auch immer es ist. Brauchen wir dann etwas Feuer? Okay, der Spruch war gut. Kann ich da verlieren oder was ist das? Ah. Okay, das ist überfordert. Alter. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung, die Hoffnungslosigkeit und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Okay. Gut. Erstens, es gibt jetzt Minispiele. Das ist Button-Smashing in Deponia. Warum spiele ich Deponia denn? Weil es ein schönes Point-and-Click-Adventure ist. Kommt der Button-Smashing. Soll denn das hier? Scheiß Verein. Nein, natürlich nicht. Da oben. Ich habe eine Bommelmütze gefunden. Das da ist eine Bombe. Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Ach, das ist Elysium. Da lag es nun. Kaputt im Schnee. Ausgebrannt. Am Boden zerschellt. Elysium. Ach genau. Symbol apropos der Hoffnung. Was für ein Kitsch. Sorry, ich laber wieder dazwischen. Apropos Intu, da war gerade das Demokles-Schwert. Ein Demokles-Schwert ist ein Schwert, was bei einem über den Kopf hängt und was, egal wie sehr man sich schützt, einen töten würde. Also egal wie viel man... So ist zumindest die Legende. Das ist zumindest ein roter Knopf. Ist immer gut, wir drücken aufs rote Knöpfchen, hier aufzulabern. Knöpfchen drücken ist besser. Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. Das ist Rufus. So ein Schmeißdreck. Es ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na warte. Ach schon. Mist. Ach schon. Ich habe sehr viele Ideen. Mist. Auf die Bombe klettern. Nice. Hätte ich euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Okay, das ist Rufus in alt und cool. Es gibt Achievements. Sag jetzt nicht, es macht. Hat den nicht. Was? Du blickvernebeltes Miststück, kommst zurück, als wäre das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck, hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt dir kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich sehe keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Was wäre wohl wenn? Da.
Die Sounds etwas anders. Ich kann nicht mit. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt meine hässliche Stimme in dieser schönen Cut-Sequenz, die Deponia 4 die einleitet, habt. Und ich so 0 Fix gebe. Sorry.